Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich Ihnen den Proxon Micromod 60E vorstellen. Ja, den gibt es in so einem Koffer als so Modellbau-Set mit diesem Zubehör und hier mit diesen Klemmdingern zum Einklemmen da drinne. Und ja, da kann man ganz viel mit machen. Es gibt hier ganz viel Zubehör. Hier dieser, naja, hier sieht man hier das ganze Zubehör von Bohrern über Trennscheiben bis zu Polierdingern. Für einiges braucht man so einen Schutz, damit einem nichts ins Auge fliegt, aber für vieles auch nicht. Stellen auch hier andere Sachen her und ja, die haben wirklich sehr, sehr viele Produkte hier für den Micromod. Und das ist das Gerät an sich. Das Ganze wird hier mit einem Trafo betrieben. Nur dass es so ist, wenn man hier zum Beispiel das Kabel mit der Trennscheibe durchtrennen würde, dass man keinen Stromschlag bekommt, der gefährlich ist. Oder wenn da Wasser oder Kühlmittel oder sowas reinläuft, bekommt man keinen gefährlichen Schlag. Und ja, ich habe hier jetzt eine Trennscheibe. Hier, da waren, das ist dabei bei den Modellbau-Kit sind hier solche, es sind hier viele Scheiben bei, 20 Trennscheiben, noch ein paar diese Scheiben, Polierscheiben oder so, weiß ich nicht, was das genau ist. Und ja, die sind dabei und natürlich noch das hier. Das hier kann man zum Entrosten verwenden, soweit ich weiß. Da sind mehrere solche sehr feinen Feinbohrer dabei. Diese Schleifdinger und hier zur Gravur in Glas und Metall solche Gravurstifte. Hier stellt man ein, die Geschwindigkeit wird auch etwas laut jetzt. 5000 Umdrehungen, 6000 Umdrehungen, 7000 Umdrehungen, 10.000 Umdrehungen, 17.000 Umdrehungen und 20.000 Umdrehungen. Und damit kann man jetzt zum Beispiel Messing zertrennen. Ich habe hier jetzt ein Messingrohr und das versuche ich hier jetzt mal zu durchtrennen. Ich habe jetzt 10.000 Umdrehungen. Und das gab jetzt einen sauberen Schnitt und man sollte etwas warten, denn durch die hohe Reibung bei der hohen Umdrehungszahl wird das Ganze natürlich ziemlich heiß. Deswegen sollte man erstmal warten und damit kann man auch Eisen oder Stahl machen. Da hat man dann aber Funkenflug, das habe ich schon ausprobiert. Boah, ist sehr heiß, wirklich kochend heiß. Hier ist der dann der gerade Schnitt, der saubere Messingschnitt. Und das kann man natürlich auch mit einer Eisensäge, mit einer Metallsäge machen, aber hiermit geht es halt schneller und ist nicht so anstrengend. Ich habe hier jetzt auch noch so ein kleines altes Holzding und dürfte auch gehen. Holz geht sehr leicht durch. Da reichen dann auch 6000 Umdrehungen oder machen wir mal 7000. Ja, das wird ziemlich heiß. Das Holz ist hier leicht schwarz geworden, das heißt, es ist leicht verbrannt. Das kommt durch die extrem hohe Reibung. Es riecht hier auch jetzt schön nach Holz. Also nach verbranntem Holz riecht es hier leicht, aber ja, das ist ziemlich ungefährlich. Aber halt, wer würde auch schon mit der Flex macht man ja schließlich, zerschneidet man ja schließlich auch kein Holz. Warum sollte man das dann mit dieser winzigen Trennscheibe machen können? Also für Holz empfehle ich ganz klar die Säge. Wenn man hier nun Bohrer oder anderes Zubehör nehmen will, kann man hier auch andere Sachen nehmen.
Es gibt auch so eine praktische Kreissäge, die habe ich nicht, aber dafür braucht man so einen Plastikschutz, den man sagt, damit einem nichts ins Auge fliegt. Und damit kann man dann halt auch Holz schneiden, ohne es zu verbrennen. Und ja, und das ist der Proxon Micromod 60E. Ich bin sehr zufrieden mit ihm und ich finde, das ist eigentlich für jeden Modellbauer und für jeden Handwerker, der was Kleines braucht, ist das eigentlich ein Muss. Aber ihr müsst jetzt nicht denken, dass man damit große Stahlträger oder sowas durchmachen kann. Das kann man natürlich nicht. Also es ist für winzige Metallsachen und also nicht, dass ihr denkt, man kann damit irgendwie einen mehrere Zentimeter starken Stahl durchmachen. Das geht einfach nicht. Aber ja, war ganz schön für Modellbau. Damit kriegt man auch Schrauben oder so. Wenn da keinen passenden Schraubendreher hat, kann man einfach einen Schlitz reinmachen. Und dann kann man da ganz einfach mit einem normalen Schlitzschraubendreher das aufmachen. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich könnte euch halb weiterhelfen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.